Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, und zwar Assassin's Creed 4 Black Flag für die PlayStation 4 in der Skull Edition. Wie sehen Sie hier auch schon von der Seite und von hinten. Es ist ein Jumbo Steel Case. Von der anderen Seite noch. Dann vergleichen wir es mit einem anderen normalen Steelcase, wie GTA 5 zum Beispiel hier. Also ihr seht, Jumbo Steelcase zurecht genannt. Sehen wir es auch von der Seite. Jetzt haben wir den Pappschuber drumherum abgemacht. Gucken uns das mal von allen Seiten aus an. Assassin's Creed Black Flag steht auf der Seite. Hier hinten ist nochmal ein schönes Abbild von Kenway, dem Hauptcharakter. Insgesamt sehr schön gearbeitet. Jetzt haben wir sie auch schon aufgemacht. Was wir oben sehen, ist der Soundtrack, der glücklicherweise auch als CD vorliegt. Also nicht irgendein Download-Kram oder so. Hier haben wir so einen kleinen Briefumschlag. Und in dem Briefumschlag sind Lithografien, so auf Deutsch Postkarten. Einmal mit einem Abbild von Kenway, wie wir es schon auf der Jumbo-Box gesehen haben. Und hier eine schöne Meeresszene. Hinten ist gar nichts drauf. Hier haben wir die eigentliche Spielepackung, was ja auch durchaus interessant sein dürfte. Man kann es hier auf der Aufnahme nicht genau sehen, aber es braucht 11 MB Festplattenplatz. Angeblich unterstützt Remote Play, online bis zu 8 Spieler. Ist natürlich Singleplayer-Spiel, trotz allem auch. Hier kurzer Vergleich gewesen mit einem normalen Spiel, war vielleicht ein bisschen schnell geschnitten. Hier haben wir das Artbook. Ich blätter das mal für euch durch. Also nicht komplett natürlich, sondern nur ein wenig. Habt ihr kurz das Inhaltsverzeichnis gesehen? Ganz kurz halten zum Fokussieren. Man muss der Kamera ja auch ihren Moment lassen. Verschiedene Schiffe. Insgesamt sehr schön gearbeitet, teilweise sehr große Illustrationen. Insgesamt, ja, sehr ansprechend das Paket. Kommen wir zum eigentlichen Spiel. An den Packungen hat sich nicht viel geändert. CDs sehen ganz normal aus, keine Überraschung wie bei den Wii U-CDs, wo die Kanten abgerundet sind. Ganz normale, gängige Blu-rays, wie wir sie schon kennen. Auch da nichts Besonderes, kein Wendecover oder dergleichen. Kommen wir zur Beschreibung. Den exklusiven Content, den werde ich natürlich nicht genau zeigen. Das ist das Erste, was ihr davon sehen werdet. Gucken wir uns die Beschreibung auch mal an. Ist natürlich ein Faltblatt, wie es heutzutage üblich ist. Wirklich Handbuch kann man es nicht nennen. Auch der Hinweis, dass man online das Handbuch aufrufen kann, beziehungsweise in-game. Eine Watch Dogs Werbung ist dabei.